Du, Hans-Joachim Stuck, noch ein Wort. Er hat schon einmal hier eine Kollision mit James Hunt erlebt. Und das war ja der Beweis, dass es in Monte Carlo sehr, sehr schwierig ist zu überholen. Wie gefährlich ist es, wenn Autos so knapp beisammen liegen wie hier Watson, Depailler und Lauda und einer versucht zu überholen? Ja, es ist hier nicht so gefährlich, da die Kurvengeschwindigkeiten verhältnismäßig langsam.